Ich betrachte gerne dieses Universum und ich bin fasziniert davon, gebe ich ganz offen zu. Nicht einfach nur von der Größe des Universums alleine. Man muss sich vorstellen, mit einer heutigen Rakete würde es zum nächsten Stern ungefähr 100.000 Jahre fliegen. Und das ist kosmisch gesehen direkt nebenan. Das ist also ein Bruchteil von diesem Universum. Aber nicht mal nur das. Diese Schönheit, diese Perfektion, dieses Design, das könnte sich kein Mensch überhaupt ausdenken. Nicht nur nicht erschaffen. Die könnten das nicht mal nachrechnen, keine Theorie dafür aufstellen. Unmöglich. Und das gibt dir eine Idee von dem, der dahinter steckt. Wer ist derjenige, der das alles erschaffen hat? Du bekommst eine Idee, wer der Schöpfer von diesem Universum ist. Und ich sage euch ganz ehrlich, die Beschreibung von diesem Schöpfer, die passend werde, die findet ihr nur im Koran. In keiner anderen Religion. Wenn du im Koran nachliest, wie der Schöpfer von Himmel und Erde beschrieben wird, du bekommst Ehrfurcht in deinem Herzen. Keine platte Angst vor Rache oder irgendwas, Ehrfurcht. Du sagst ja, das ist derjenige, der das alles hier erschaffen hat. Allah, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Weißt du, und dann kommt jemand zu dir und zeigt dir ein Bild von einem Säugling, ein Baby, in Windeln gewickelt, weil es noch gar nicht in der Lage ist, einen Urin zu halten, was am nächsten Tag sterben würde, wenn seine Mutter Maria es nicht stillt. Und dann kommt er und sagt, das ist der allmächtige Herrscher und Lenker des Universums. Niemals. Niemals. Es gibt etwas, woran Muslime und Christen gleichermaßen glauben. Und das ist an den Tag der Auferstehung. Dass wir alle vor dem allmächtigen Gott stehen und uns für das, was wir gesagt und geglaubt haben, verantworten müssen. Wenn ich vor diesem Gott stehe eines Tages und er würde mich fragen, wieso hast du nicht geglaubt, dass ich ein Mensch geworden bin und am Kreuz gestorben? Wenn er mich das fragen würde, ich würde ihm sagen, oh mein Herr, du bist der Allmächtige. Wie konnte ich glauben, dass Menschen dich überwältigt und gefangen genommen haben? Du bist der Richter über alle Menschen. Wie konnte ich glauben, dass Menschen dir den Prozess gemacht haben? Du bist der Ewiglebende. Wie hätte ich glauben können, dass du gestorben bist? Und würde er mich bestrafen, sage ich ganz ehrlich, wüsste ich nicht wofür. Ich konnte das nicht glauben. Aber stell dir die Alternative vor. Was macht jemand, der vor ihm steht und der Gott fragt ihn? Wie konntest du glauben, dass ich der Allmächtige ein Mensch geworden bin? Was will er sagen? Und glaubt mir, sollte er bestraft werden, er wird ganz genau wissen, wofür. Er wird ganz genau wissen, wofür.